einer päpstlichen Delegation fühlen sich die reichen und mächtigen Medici unter dem Schutz Gottes. Doch als der Priester die Hostie erhebt, schlagen die Verschwörer zu. Lorenzo di Medici überlebt das Attentat. Sein Bruder Giuliano wird getötet. Als Auftraggeber gerät der Papst in Rom in Verdacht. Der Mord ist ein Schock, Fanal einer Epoche, in der Glanz und Abgründe eng beieinander liegen, der Renaissance. Vor dem Hochaltar, vor dem Allerheiligsten. Vieles ist in der langen, langen Kirchengeschichte passiert. Aber solch ein Frevel war dann doch die ganz große Ausnahme. Die Menschen damals konnten sich jedenfalls keine schlimmere Sünde vorstellen als einen Mord im Hause Gottes. War das der Tiefpunkt? War alles verloren gegangen, was den Menschen einst heilig war? Eine merkwürdige Zeit. Auf der einen Seite Mord und Totschlag, auf der anderen geradezu himmlische Pracht. Der Papst, der zu dieser Zeit regiert, heißt Sixtus. Und das Gotteshaus, das er bauen lässt, hat man später als das 8. Weltwunder bezeichnet. Die Sixtinische Kapelle. Die größten Künstler der Zeit haben an diesem Gesamtkunstwerk mitgearbeitet. Und noch heute findet hier die Papstwahl statt. Eine Kirche wie ein Palast und ein Papst wie ein Kaiser. Sixtus wollte wie ein weltlicher Herrscher regieren, mit Soldaten, mit viel Geld und mit einem eigenen Reich. Seine Krone, die man Tiara nennt, übertraf alles. 75 Edelsteine, 3 Kilo Gold. So widersprüchlich wie die Zeit war auch dieser Papst selbst. Er, der jetzt Prunk und Pracht anstrebte, begann seine Karriere ganz anders, als Bettelmönch. Als Franziskanermönch predigt Sixtus sein Leben lang die Armut. Er lebt fromm und bescheiden, macht Karriere als Theologe und verfasst gelehrte Schriften über das heilige Blut Christi. Als er 1471 zum Papst gekrönt wird, ist er Ende 50. Und entwickelt eine erstaunliche Ader für die Machtpolitik. Sixtus will ein Familienimperium errichten. Seine Rolle im Mordfall Medici bleibt ein halbes Jahrtausend ein Geheimnis. Rom soll unter seiner Herrschaft das neue Haupt der Welt werden, ausgestattet mit einer Pracht, die einem Monarchen auf dem Papstthron gebührt. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit empfängt Sixtus den 35 Jahre jüngeren Lorenzo di Medici. Dabei geht es nicht um die Vergebung von Sünden und den Segen des Papstes. Es geht um Geschäfte und Positionen. Als Bankiers der Päpste sind die Medici reich und mächtig geworden. Lorenzo will die Beziehungen zu Rom festigen. Er strebt nach einem roten Hut, um das Prestige seiner Familie zu steigern. Sixtus indessen verlangt einen Kredit, um für einen Neffen ein eigenes Herrschaftsgebiet zu kaufen. Das verstößt gegen die Machtinteressen der Medici und Lorenzo verweigert das Geld. Der Papst entlässt seinen Bankier. Der Konflikt ist programmiert. Italien ist im 15. Jahrhundert zersplittert in Fürstentümer und Territorialstaaten. Die Regenten tun, was sie wollen. Und gehen ständig wechselnde Bündnisse ein. Mittendrin herrscht der Papst über ein eigenes Reich, den Kirchenstaat, den er vor der Gefahr einer Fremdherrschaft schützen muss.
Die Fehde mit Florenz beginnt 1473. Die prachtvolle Hochburg der Renaissance wird beherrscht von den Medici, die ihren Reichtum in politische Macht umgemünzt haben. Der selbstbewusste Lorenzo liebt die Kunst und die Poesie. Und Rom ist gegen das schillernde Florenz noch finstere Provinz. An ihrem Hof versammeln die Medici die Geistesgrößen ihrer Zeit. Maler wie Botticelli erschaffen unsterbliche Meisterwerke. Einer Kraftprobe mit dem Stellvertreter Christi sieht Lorenzo gelassen entgegen. So the Pope wanted the Medici to be removed from power in Florence. He wanted to establish. Der Papst wollte die Medici in Florenz entmachten. Er wollte die reichste Stadt ganz Italiens unter seine Kontrolle bringen. Als er den Medici die päpstlichen Geldgeschäfte aus der Hand nahm, machte er nur den ersten Schritt. Sein Ziel war es, seine Neffen und damit die Kirche zur mächtigsten Instanz in Mittelitalien zu machen. Der Papst braucht loyale Weggefährten, die seine Machtpolitik stützen. Er verlässt sich auf seine Neffen, seine Nepoten, die er zu Fürsten und Kardinälen macht und mit Geld und Land an sich bindet. Es ist nicht anstößig, die Familie an den Segnungen des Aufstiegs teilhaben zu lassen. Doch unter Sixtus erreicht der Nepotismus eine neue Dimension. In seinen Entscheidungen lässt sich der Papst immer stärker von den Forderungen seiner Neffen lenken. Dieses Gemälde verklärt das neue Herrschaftsprinzip des Papstes, Sixtus als huldvoller alter Mann im Kreis seiner Lieblingsneffen. Mit Amtsketten behängt stehen sie für die weltliche, als Kardinäle für die kirchliche Macht. Ein Bild, das Propaganda und tiefe Überzeugung vereint. Auch Lorenzo, der Pate von Florenz, braucht eine treue Gefolgschaft. Zu seinen Freunden und Verbündeten zählt Federico de Montefeltro. Wie der Medici ist auch er ein großer Kunstmäzen und zugleich der mächtigste Condottiere von ganz Italien. Schon oft hat er sein Söldnerheer in den Dienst der Florentiner gestellt. Doch bei der Bereitstellung von Truppen zählt nicht die Freundschaft, sondern einzig und allein der Gewinn. Federico de Montefeltro ist so etwas wie eine Ikone der Renaissance. Er ist ein skrupelloser Krieger und gleichzeitig ein sehr gelehrter Humanist. Er verkörpert in gewisser Weise den idealen Renaissance-Menschen, indem er Wissenschaft und Waffen, Krieg und Frieden zusammenfügt und beides zur gleichen Zeit ausübt. Von dieser mächtigen Festung aus herrscht Federico de Montefeltro über sein Herzogtum Urbino und lenkt im Verborgenen die Geschicke Italiens. 530 Jahre später. In den engen Gassen von Urbino macht sich Marcello Simonetta auf die Suche nach Spuren im Mordfall Medici. In der Stadt leben Nachfahren des einflussreichen Feldherrn, die Briefe aus dessen Besitz geerbt haben. Simonetta ist der erste Wissenschaftler, der sich für die Korrespondenz des Herzogs interessiert. Ich kam hierher, ohne genau zu wissen, was ich finden würde. Nur, dass es einige Briefe aus dieser Zeit gab. Und dann entdeckte ich diesen kodierten Brief, den ich natürlich nicht entziffern konnte. Da war nur dieses Datum, 14. Februar 1478, nur zwei Monate vor dem Attentat. Ich war sehr aufgeregt, aber auch ein bisschen frustriert. Ich wusste nur, dass es wichtig war, denn nur wichtige Briefe wurden chiffriert. Aber ich hatte keine Ahnung, was drinstehen würde. Die Unterschrift verrät den Verfasser, Federico de Montefeltro. Adressiert ist der Brief an seine Gesandten in Rom. So far we haven't found any proof
Uns fehlte der Beweis, dass der Papst oder Federico persönlich in die Verschwörung verwickelt waren. Deshalb war dieser Brief, der mehr als 500 Jahre erhalten blieb, so bedeutend. Niemand hatte sich je darum bemüht, ihn zu entziffern. Papst Sixtus hatte einen großen Traum. Er wollte die Stadt Rom, seine Stadt, die Stadt des Papstes, zum Nabel der Welt machen. Und um die Bedeutung der Stadt zu steigern, baute er diese Kapelle, die seinen Namen trägt, die Sixtinische. Irgendwie ist dieses Bauwerk ein gigantischer Spiegel der päpstlichen Stimmungslage dieser Zeit. Er baut wie eine Festung zur Verteidigung des Vatikans, mit meterdicken Mauern wie ein Bollwerk. Und auf der anderen Seite ein Musentempel. Die schönsten Gemälde der Menschheitsgeschichte dienen hier der Verehrung Gottes und der Kirche. Immer noch dient die Sixtina ihrem heiligsten Zweck, der Papstwahl. Ein Ereignis, das auch in unserer Zeit nach dem gleichen Ritus abläuft wie vor Hunderten von Jahren. Hinter verschlossenen Türen und streng geheim. Genau so hat es sich immer wieder in den letzten 5 Jahrhunderten abgespielt. Kardinäle und Erzbischöfe begeben sich zur Papstwahl in die völlige Isolation. Keinerlei Kontakt nach außen soll die Wirkung des Heiligen Geistes beeinträchtigen. In früheren Zeiten wurden die Türen zugemauert. Heute begnügt man sich damit, sie zu versiegeln. So eine Papstwahl kann dabei quälend lange dauern. 2 Jahre und 9 Monate brauchten die Kardinäle, um Gregor X. Zu wählen. Seit dem 19. Jahrhundert hat die Papstwahl allerdings nie länger als erträgliche 4 Tage gedauert. Zuletzt nur 26 Stunden bei der Wahl von Papst Benedikt XVI. Das Ritual hat sich seit Jahrhunderten nicht geändert, aber der Stil, mit dem die Anwärter auf den Papstthron ihre Interessen durchsetzten, schon. Nach dem Mord im Dom von Florenz überschlagen sich die Ereignisse. Mit einem Putsch wollen die Verschwörer die Macht in der Stadt übernehmen. Doch der Versuch scheitert und Lorenzo überlebt das Attentat. Als Drahtzieher des Komplotts hat de Medici sofort den Papst in Verdacht. Er schwört Rache, mobilisiert seine Truppen und lässt die Täter verhaften. Einem entlockt er ein Geständnis. Ans Licht kommen Details eines konspirativen Treffens im Vatikan, bei dem auch Sixtus anwesend war. Ich will, dass Lorenzo die Regierungsgewalt aus den Händen genommen wird, soll der Heilige Vater gesagt haben. Doch hat der Papst auch den Mord in Auftrag gegeben? The only document that we know was a confession released by one of the captains that in fact was. Das einzige Indiz war das Geständnis eines Hauptmanns, der an der Verschwörung beteiligt war. Er gestand, Zeuge des Gesprächs zwischen dem Papst und einem seiner Neffen gewesen zu sein. Darin bekannte sich Sixtus dazu, das Regime in Florenz entmachten zu wollen. Nur müsse es ohne Blutvergießen geschehen. Although he didn't want any blood to be spilled because of that. Nach dem Attentat kommt es in Florenz zu einem Massaker. Die Leichen der Mörder werden vom Mob durch die Straßen gezerrt und zerstückelt. Der Erzbischof von Pisa, der in das Komplott verwickelt war, wird am Fensterkreuz eines Florentiner Palastes gehängt. Die Hinrichtung des hohen Kirchenmannes ist in den Augen des Papstes ein unglaublicher Frevel. Sixtus exkommuniziert die Medici und verspricht allen, die gegen Florenz zu den Waffen greifen, einen vollkommenen Ablass der Sünden. Es muss ein scheußlicher Anblick gewesen sein. Die Leiche eines Erzbischofs hängt am Fenstersims des Gerichtshofs. Eine weitere Stufe der Gewalt und der Abschreckung. Aber das war genau die Absicht der Staatsväter.
Sie wollten die Menschen einschüchtern. Nie wieder sollte jemand wagen, die Medici anzugreifen. Und damit auch wirklich alle Bürger diese Lektion lernten, wurde eine regelrechte Medienkampagne gestartet. Hier, solche Zeichnungen der gelünschten Opfer wurden angefertigt. Drastische Propagandabilder. Und die haben die Medici nicht von irgendwelchen Malern machen lassen, sondern dafür waren die Besten der Besten gerade genug. Dieses grauenhafte Bild hat kein Geringerer als der große Leonardo da Vinci gezeichnet. Einen Hauptschuldigen haben die Medici auch gleich im Visier. Den Papst, höchstpersönlich, Papst Sixtus. Er sei der größte Mörder auf Erden, sagen sie. Er sei der Statthalter des Teufels, der Zuhälter, der die ganze Kirche prostituiert. Drastische Worte. So hatte bisher noch niemand gewagt, gegen den Stellvertreter Christi zu keifern. Papst Sixtus IV. Ganze Kübel von Beschimpfungen hat man über ihn geschüttet. Aber war er wirklich der Drahtzieher? Hat er wirklich veranlasst, dass Mörder in Priestergewändern seine Rivalen niedermetzeln sollten? Der kodierte Brief des Herzogs von Urbino könnte die Lösung bringen. Aneinandergereihte Zeichen, die keinen Sinn ergeben. Bis Simonetta eine auffällige Sequenz von Symbolen findet, die sich wiederholt und die er entziffern kann. La sua santità lautet das Codewort. Seine Heiligkeit. Das ist der Schlüssel, mit dem Simonetta rekonstruieren kann, was der mächtige Feldherr dem Papst zu sagen hatte. La sua santità. This is the key for the whole letter. Das ist der Schlüssel für den ganzen Brief, mit dem ich den Code brechen konnte. Die Sprache des Briefes ist extrem kalt. Es ist die Sprache eines Soldaten, der seinem Boss berichtet. Man bekommt eine Gänsehaut, wenn man das liest. Am Ende erinnert Federico den Papst an das Geld, das Sixtus ihm schuldet. Es ist für beide nichts anderes als ein Geschäft. Der Brief offenbart, wie der Papst gemeinsam mit Federico de Montefeltro, dem treuen Freund der Medici, die Verschwörung plante. Der Herzog stellt dem Papst sein Söldnerheer für den Putsch in Florenz zur Verfügung. Selbst den Lohn für das riskante Unternehmen handelt seine Heiligkeit mit dem Feldherrn aus. Sixtus verlieh ihm den Herzogtitel, auch für nachfolgende Generationen. Federico lässt sich kaufen und verrät die Medici. Glaubte Sixtus wirklich, das alles könne ohne Blutvergießen geschehen? Gewalt haben sie sicher einkalkuliert. Ob sie dabei an Mord oder nur an eine Drohgebärde dachten, ist schwer zu sagen. Sicher ist, dass sie ganz genau wussten, was passieren würde. Nach Sixtus IV. Erlebt die Verweltlichung des Papsttums einen neuen Höhepunkt. Im Konklave von 1492 verspricht der Spanier Rodrigo Borgia jedem, der ihm seine Stimme gibt, das Blaue vom Himmel herab. Ein Deal nach dem anderen wird geschlossen. Es regnet Posten und Pfründe, Paläste und Abteien. Und Rodrigo gewinnt. Jetzt sind wir in den Klauen eines Wolfes, soll der erst 16-jährige Kardinal Giovanni di Medici über den Borgia gesagt haben. Er nennt sich Alexander, vielleicht nach dem großen Feldherrn der Antike. Und er hat einen Plan, der den Nepotismus seines Vorgängers in den Schatten stellt. Papst Alexander VI. Er ist ein echter Familienmensch. Einer, der alle seine Verwandten in Schlüsselpositionen hieft, um damit die Herrschaft über ganz Italien zu gewinnen. Er will eine Dynastie aufrichten, ganz nach dem Vorbild eines Königshauses. Und er liebt die Frauen. Und die Frauen lieben ihn. Er habe eine Anziehungskraft auf das schöne Geschlecht, so sagte man, wie ein Magnet auf Eisenspäne.
Eine bemerkenswerte Gabe, aber nicht gerade für Päpste. Im Codex Juris Canonici, dem Gesetzbuch der katholischen Kirche, heißt es ganz klar, wer zum Priester geweiht wird, muss sich zur lebenslangen Ehelosigkeit verpflichten. Wer jungfräulich lebt, legt Zeugnis ab für das Reich Gottes. Alexander aber hatte immerhin 3 Söhne und eine Tochter. In den vatikanischen Gemächern der Borgia verherrlichen Fresken die päpstliche Familie. Alexander sieht in ihr das Instrument, das der Allmächtige ihm an die Seite stellt, um über die Christenheit zu regieren. Gekrönt nicht vom Kreuz Christi, sondern vom Wappentier der Borgia, dem Stier. Die schöne Papsttochter Lucretia wird als Heilige verklärt, sein Sohn Cesare als römischer Kaiser. Das Credo Alexanders und der Borgia besagt, wir sind die Kirche. Wir sind als Familie erwählt, die Kirche zu regieren. Diese Erwähltheit darf sich eigentlich nur auf den Papst selbst beschränken. Sie wird hier auf die Sippe insgesamt ausgeweitet. Das ist ein Stein des Anstoßes, ein Skandal für die Zeit. Lucretia wird nicht gefragt, als Alexander sie zum ersten Mal vermählt. Ein machtpolitisches Arrangement, das den Bund des Papstes mit dem Mailänder Herrscherhaus besiegelt. Wie kein anderes Ereignis spiegelt die Hochzeit die Rituale wider, mit denen sich Alexander am liebsten inszeniert. Wie einst Jesus im Kreis seiner Jünger stehen dem Papst 12 Kardinäle zur Seite, die das Brautpaar segnen. Doch die Heiligkeit weicht bald der ausschweifenden Sinnenfreude. Bis in den Morgen dauert die Feier. Und am folgenden Tag erzählen sich die Römer Unglaubliches. Frauen aus der höchsten Gesellschaft habe man Wein aus Silberpokalen ins Dekolleté gegossen. Offen und ungeniert habe sich der Heilige Vater mit La Bella Giulia amüsiert, mit seiner blutjungen Mätresse Giulia Farnese. Professor Volker Reinhardt hat die Skandalgeschichten über Alexander auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft. Der Historiker will Mythos und Realität voneinander trennen und analysieren, wie es geschehen konnte, dass ein Papst alle Grenzen überschritt. Die pikantesten Details überliefert der päpstliche Zeremonienmeister Johannes Burckhardt in seinem Tagebuch. Alexander VI. Und die Borgia haben äußerst ungewöhnliche Dinge getan. Am Ende haben sie fast alle Regeln verletzt, die für die Zeitgenossen galten. Und solchen Personen traut man unerhörte Dinge zu. Man muss hier die Quellen kritisch befragen, um einen Weg zu den Fakten zu finden. Dafür ist eine Reihe von Quellen nützlich. Die berühmteste, aber auch die schwierigste, ist das Tagebuch des Zeremonienmeisters Burckhardt. Gerade diese Quelle bedarf eines regelrechten Lügendetektortestes. Alle taten alles vor den Augen aller. Burckhardt setzt die Legende von Orgien im Vatikan in die Welt. Für den Wissenschaftler Gespinste einer regen Fantasie. Denn Burckhardt berichtet nur vom Hörensagen. Die Borgia waren Top-Thema von Klatsch und Tratsch. Und oft ist leicht nachvollziehbar, wie Burckhardt Gerüchten immer mehr hinzudichtete. Er unterstellt Alexander und den Borgia nicht nur die finstersten Absichten, sondern auch die unmoralischen Interessen und gehört auf diese Weise zu einer römischen Nachrichtenagentur, die Europa mit Sensationsmeldungen aus dem Vatikan versieht. Spurensuche in der Peterskirche in Rom. Hier, im größten Heiligtum der Christenheit, gleich neben dem Hauptaltar, soll ein Bildnis erhalten geblieben sein, in dem schon Zeitgenossen die Papstmätresse Giulia Farnese erkannten.
Die Römer verspotteten die Schöne als Braut Christi, ein Ausdruck, der Nonnen vorbehalten war. Ursprünglich war die Figur nackt. Es heißt, die erotische Ausstrahlung sei so groß gewesen, dass Männer zu unsittlichen Handlungen hingerissen wurden. Die schöne Julia, dieses 20-jährige Mädchen, hat ihn nicht mehr losgelassen. Es wird erzählt, er habe ihr stundenlang zugeschaut, wenn ihr blondes Haar gekämmt wurde. Und das Besondere an diesem selbstbewussten Papst war wohl auch, dass er nie einen Hehl aus seinen Liebschaften und seinen Kindern machte. Und dass er um seine Liebesverhältnisse kämpfte, mit allen Mitteln, die einem Papst zur Verfügung stehen. Dieser Brief vom 22. Oktober 1494 ist ein ganz einmaliges Dokument. Es ist ein Liebesbrief des Papstes an seine Julia, die zu dieser Zeit längst mit einem Edelmann verheiratet war. Und er droht, reichlich unverblümt: Du hast dich uns treu anzuvertrauen. Wir verbieten dir hiermit, dich zu deinem Manne zu begeben, unter Androhung von Kirchenbann und ewiger Verdammnis. Die Drohung mit dem Höllenfeuer, um meine Geliebte gefügig zu machen, also das ist zweifellos eine höchst fragwürdige Anwendung päpstlicher Macht. Schon als Kardinal erntete Rodrigo Tadel von Pius II., weil er in aller Öffentlichkeit verliebtes Schmachten an den Tag gelegt hatte. Wenn schon sündigen, so sollte es diskret geschehen. Was anders und neu und bestürzend an Alexander ist, dass er seine Lieblingskinder legalisiert, dass er keinerlei Grund sieht, dieses quasi eheähnliche Verhältnis zu verheimlichen. Er steht zu diesen Beziehungen und er will eine Dynastie, eine Familie gründen, und zwar im vollen Licht der Öffentlichkeit. Alexanders Herrschaft beginnt mit Krieg. Karl der VIII., König von Frankreich, marschiert mit seinen Truppen in Italien ein, um Neapel zu erobern. Die Stadt ist der mächtigste Bündnispartner des Papstes. Alexander ist gegen diesen Feldzug und auch Rom ist daher von der Invasion bedroht. Am 31. Dezember 1494 steht Karl der VIII. Vor den Toren der ewigen Stadt. Der Papst muss in die Engelsburg flüchten, die er mit 4 neuen Bastionen verstärken ließ. Karl der VIII. Spielt mit dem Gedanken, Alexander abzusetzen und ihm den Prozess zu machen. Der König schließt den Belagerungsring um Rom und der Papst scheint in der Engelsburg in der Falle zu sitzen. Doch es gelingt ihm, die Niederlage in einen Triumph umzukehren. Er gestattet den feindlichen Truppen die Kontrolle über die Tore von Rom und empfängt den Franzosenkönig. Im Gegenzug erweist Karl ihm alle Ehren, die einem Papst gebühren. Ein Akt, der politisches Gewicht hat. Alexander VI. Hat ein feines Gespür für Chancen und Risiken. Und vor allem nutzt Alexander genial die Macht der Tradition, die Macht der traditionellen Riten vor allem. Das Machtverhältnis kehrt sich also in den Zeremonien um. Und Zeremonien sind alles andere als Schall und Rauch, sie sind konkrete Politik. 15. Juni 1497. Juan, der Erstgeborene des Papstes, wird von Dolchstößen zersiebt aus dem Tiber gezogen. Es ist der Wendepunkt im Leben des Papstes. Alexander ist zerrüttet und gebrochen. 7 Pontifikate würde er hergeben für sein geliebtes Kind. Der Täter wird niemals gefunden. Doch eines ist klar: So tötet nur ein hasserfüllter Mörder. Alexander verspricht alles, um den Himmel zu versöhnen. Dann aber schlagen seine Gefühle um. Man muss sich das mal vorstellen. Alexanders Ein und Alles ist die Familie. Er denkt dynastisch oder vielleicht anders gesagt italienisch. Er denkt so wie ein sizilianischer Pate.
Und er reagiert auch wie ein Clanchef, als das passiert, was er als größte Katastrophe seines Lebens erfährt. Die Ermordung seines Sohns. Tagelang klagt und leidet er und verzweifelt beinahe im eigenen Leben. Dann aber schlägt seine tiefe Verzweiflung plötzlich um in blanken Hass. Es ist eine neue Erfahrung, die aus einem tiefen Schmerz geboren wird. Alexander entdeckt die Gewalt als Mittel der Politik. Wer sich seiner Familie in den Weg stellt, den Borjas, der wird weggefegt. Jetzt ist seine Stunde gekommen. Cesare Borgia. Alexander hat ihn zum Kardinal gemacht. Doch der Lieblingssohn des Papstes hat andere Ambitionen. Er tauscht den Purpur gegen die Rüstung eines Feldherrn. Eine schwere Sünde in den Augen der Zeitgenossen. Einmal Kardinal, immer Kardinal. Doch Cesare bricht das Tabu. Im Namen des Heiligen Vaters will er ein Herzogtum erobern und den Borgia mit dem Schwert unvergängliche Größe verleihen. Unter dem Ansturm von Cesares Truppen fallen die Städte der Romagna. Das Ziel der Borgia scheint zum Greifen nah. Ein eigenes Imperium. Für mich ist das Faszinierende an Alexander zu sehen, wie man Regeln erst ausdehnt, erweitert, abschafft und am Ende der Welt seine eigenen Regeln diktiert. Das Papsttum ist die Institution, die am stärksten von Traditionen und verbrieften Normen lebt. Das Erstaunliche an der Regierungszeit Alexanders VI. Besteht darin, dass es offenbar in dieser Zeit möglich ist, diese Regeln zu brechen und neue Regeln einzuführen. Der Augapfel des Papstes, Cesare Borgia, geht über Leichen, um seine Kriegskasse zu füllen. Cesare ist der Fürst im gleichnamigen Traktat von Niccolò Machiavelli. Ganz im Sinne Cesares ruft der berühmte Staatstheoretiker in seinen Schriften zum gezielten Mord auf, wenn es der Stärkung des Staates dient. Er sieht in dem Borgia das Vorbild des vollendeten Staatsmanns in einer von Gewalt regierten Zeit. Machiavelli war als untergeordneter Gesandter der Republik Florenz bei Cesare Borgia. Er hat ihn persönlich getroffen, er hat Unterredungen mit Cesare geführt und er fand ihn eine faszinierende Persönlichkeit, weil er in ihm Virtu, geballte Tatkraft, zum Äußersten gesteigerte Entschlossenheit und auch die Fähigkeit zur notwendigen Grausamkeit vereint sah. Nach der Eroberung der Romagna glauben sich die Borgia im Zenit ihrer Macht. Alexander verkennt, dass er die Autorität seines Amtes nicht mehr geltend machen kann und mit Cesare allein auf verlorenem Posten steht. Die Herrschaft der Borgia wird zum Lehrstück über die Verführung und Verblendung durch unbeschränkte Macht. Die Angst vor dem Terror des Clans beherrscht den Alltag in Rom. Längst ist der Vatikan zur uneinnehmbaren Festung geworden, in dem sich die Familie vor Neidern, Opfern und Empörten in Sicherheit wiegt. Im August 1503 stirbt Alexander plötzlich und unerwartet. Nach seinem Tod bricht die Macht der Borgia wie ein Kartenhaus zusammen. Er war die Spinne in der Mitte des Netzes. Ohne sie wird es weggefegt. Der Ring eines Papstes, uraltes Symbol und ganz persönlicher Besitz eines Kirchenfürsten. Der Ring schlägt die Brücke zum allerersten Papst, zu Petrus, dem Fischer vom See Genezareth, den Jesus zu seinem Stellvertreter machte. Petrus ist darauf abgebildet, wie er das Netz auswirft. Und diese biblische Szene gibt dem Ring seinen Namen, Fischerring. So ein Fischerring ist eine sehr persönliche Sache. Beim Tod eines Papstes muss er zerbrochen werden, in so viele Stücke, wie es Kardinäle gibt. Als der Ring von Papst Alexander VI. Zerbrach, zerfiel auch seine Dynastie in 1000 Scherben. Sein Plan, das Papsttum erblich zu machen, ging nicht auf. Und was vielleicht noch schlimmer war, Julius II., sein Todfeind, wurde der neue Papst. Ewige Rivale im Kampf um die päpstliche Macht.
Il Papa Terribile, haben sie ihn später genannt. Der schreckliche Papst. Julius II., der Cäsar auf dem Papstthron, ist ein Mann, der den Schlachtenlärm liebt. Als Greis von fast 70 Jahren tauscht er die Tiara gegen Rüstung und Helm und zieht in den Krieg. Als Neffe von Papst Sixtus IV. Sieht er seine Mission darin, die weltliche Macht des Papsttums zu festigen. Alle Gebiete, die Cesare Borgia in seine Hand gebracht hat, erobert der Kriegerpapst zurück. Und es gelingt ihm, Italien von der französischen Fremdherrschaft zu befreien. Doch darf ein Papst Feldzüge führen? Die Frage, ob ein Papst in Rüstung reiten darf, ist schnell beantwortet. Er darf es eigentlich nicht. Er tut es trotzdem. Julius II. Hat sich gezielt über Verbote dieser Art hinweggesetzt. Nicht als sündiger Mensch, sondern als Retter des Papsttums geht Julius II. In die Geschichte ein. Julius II. Hat einen cäsarischen Traum geträumt, durch seine Person als zweiter Cäsar die Kirche zur Weltherrschaft zurückzuführen. Man kann das als eine Fantasterei bezeichnen, aber er hat dann letzten Endes zu viel, sowohl im Realen wie auch im symbolisch-künstlerischen bewirkt, als dass man ihn als puren Träumer abtun könnte. Julius zeichnet sich durch Mut und gewaltige Willenskraft aus. Er ist ein Feldherr der Kirche und will sich mit einer Kathedrale ein triumphales Denkmal setzen. Die Vision seines Onkels Sixtus vom neuen Caput Mundi, vom römischen Haupt der Welt, soll vollendet werden. Im Jahr 1506 stellt Julius II. Sich an die Spitze eines architektonischen Mammutprojektes. Er engagiert den Architekten Bramante, in dem das Feuer des Besessenen brennt. Ein Gotteshaus mit Säulen, die in den Himmel wachsen, schwebt dem Baumeister vor, gekrönt von einer gewaltigen Kuppel. Sein Plan ist revolutionär. Er will die alte Peterskirche abreißen und durch einen prachtvollen Kirchenpalast ersetzen. Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp hat sich in die faszinierende Baugeschichte der Peterskirche und in die Gedanken ihrer Urheber hineinversetzt. Wer das erste Mal in St. Peter hineingeht, ist erschüttert, negativ oder positiv, von den Ausmaßen, von dem Wagemut, von der vielleicht auch Hybris dieses unvergleichlichen Bauwerkes, sowohl in der Dimension als auch in der Klarheit der Motive, mit dem eben ein Architekt versuchte, die Antike zu übertrumpfen. Ein bis dato nie gesehener Bau auf europäischem Boden, zumindest in der Nachantike. Um die hochfliegenden Pläne des Papstes in die Tat umzusetzen, wird ein Heer von 2500 Arbeitern beschäftigt. Rom wird zur größten Baustelle ganz Europas. Julius gerät ins Kreuzfeuer der Kritik, weil er die alte Peterskirche, das größte Heiligtum der Christenheit, zerstören lässt. Doch nichts kann ihn davon abhalten. Sogar das Petrusgrab will der Architekt verlegen. Das aber geht auch dem Papst entschieden zu weit. Die Herausforderung des Entwurfs ist die gewaltige Kuppel, von der Zeitgenossen glauben, dass sie niemals vollendet werden kann. Papst Julius verfolgt seine Idee mit äußerster Entschlossenheit, koste es, was es wolle. Die Ruine der alten Basilika und die Fragmente der neuen bilden anfangs einen dramatischen Gegensatz. Die Menschen sehen nur den unerhörten Vandalismus, mit dem Bramante die alten Denkmäler in Schutt und Asche legt. Sie nennen ihn Maestro Ruinante. Warum Julius II. Diesen großen, dramatischen Schritt riskierte, bleibt ein Rätsel. Die Verbindung von einem Bewusstsein in einer fundamentalen neuen Zeit sich zu befinden und eine historische Erfüllung
zum Ende zu bringen, zum Endpunkt zu bringen, hat offenbar die Koalition ermöglicht, dass ein Architekt das Wagemutigste, was überhaupt nur vorstellbar auch war, beginnen konnte, dass ein Papst das Risiko beginnt, gleichsam ein riesiges Flugzeug starten zu lassen, ohne überhaupt zu wissen, wie und wann er landet. Bramante plant den Grundriss als griechisches Kreuz, über dessen Mitte, gestützt von vier Pfeilern, die größte Kuppel der Welt ruht. Sie ist das Herz der neuen Kirche, die große Vision, die es zu verwirklichen gilt. Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und dir werde ich den Schlüssel zum Himmelreich geben. Diese Worte zieren die Kuppel. Am 18. April 1506 wird der Grundstein für die neue Kathedrale gelegt. Der Papst betritt die Baustelle in feierlicher Prozession, gefolgt von Kardinälen und Prälaten. Julius steigt selbst in die Grube des Fundaments und segnet den Grundstein aus weißem Marmor. Papst Julius hat diese sehr verfallene Basilika im dritten Jahre seiner Regierung wiederherstellen lassen, lautet die Inschrift. Julius II. Legt den Grundstein für ein neues Rom. Vollenden kann er den Prachtbau der Peterskirche nicht. Nur wenige Skizzen legen Zeugnis darüber ab, wie das Skelett der neuen Kathedrale aussah, als Julius starb. Ein niederländischer Zeichner hat sie angefertigt. Sehr selten können Experten die kostbaren Originale im Berliner Kupferstichkabinett einsehen. Als Julius II. Starb, muss er in einer Mischung aus Selbstanerkennung und Verzweiflung auf St. Peter geblickt haben. Als St. Peter war unrettbar, zumindest im Westteil, im entscheidenden Westteil, niedergelegt. Der Neubau war eine Ruine, in Bezug auf die nicht klar war, wie sie überhaupt zu Ende geführt werden konnte. Zurück bleibt eine gigantische Ruine. Ein Erbe, das die Spaltung der Christenheit riskiert. Es ist schon ein verschlungener Weg, den die Renaissance-Päpste da gehen. Und oft scheinen sie dabei, das Ziel ganz aus dem Blick zu verlieren. Das Ziel, das doch eigentlich darin liegen müsste, dem ersten Papst der Geschichte zu gleichen, jenem besitzlosen Fischer vom See Genezareth, den Jesus einst zu seinem Stellvertreter auf Erden machte, Petrus. Die drei mächtigen Päpste der Renaissance, Sixtus, der Bettelmönch, der auf dem Papstthron wie ein König residierte, Alexander, der das Papstamt sogar seinen eigenen Kindern vererben wollte, und Julius, der kunstliebende Kriegerpapst, der sich ein gigantisches Denkmal setzte, den Petersdom. So unterschiedlich ihre Charaktere auch waren, eines hatten sie gemeinsam. Sie alle waren korrumpiert von Prunk und Pracht der Welt, die sie umgab, und erwiesen sich in ihrer Widersprüchlichkeit als Kinder ihrer Zeit. Und nächsten Sonntag erschüttert ein einfacher Mönch aus Wittenberg den heiligsten Ort der Christenheit. Nach anderthalb Jahrtausenden scheint das Papsttum dem Untergang geweiht zu sein. Glaubensrebell Martin Luther, der furchtlose Gegner päpstlicher Allmacht. Mit Maximilian Schell durch das Imperium der Päpste. Nächsten Sonntag um 19:30 Uhr im